Hallo und herzlich willkommen zu Age of Empires 4 Replaycast Nummer 21 und ich habe hier ein Match mit dem Spieler in Blau, das ist Tomikus. Das ist jemand, der ebenfalls aus StarCraft kommt und da einige Jahre unterwegs ist. Er spielt hier die Engländer und sein Gegner in Rot, das ist Honor. Und er ist eben wieder mit den Chinesen unterwegs. Der wollte eben noch ein bisschen Chinesen gucken und da ist Honor einfach eine der besten Möglichkeiten, die man hat. So, map-technisch sind wir hier auf trockenes Arabien. Stilwüste Gobi. Und es geht los ins Early Game. Da wird nicht so viel passieren. Weil wir haben ja bei England das Warten auf die Ratshalle. Die Chinesen sind jetzt auch nicht unbedingt für ihr Early Game bekannt. Man könnte mit dem Beamten noch was versuchen. Das Problem ist halt, der Beamte ist halt so viel Investment, wenn man den wirklich schon im ersten Zeitalter sich ranholt. Weil er kann... Haben wir im letzten Cast gesehen, er kann die Produktion von was ziemlich krass boosten. Also er drittelt die Produktionszeit. Problem ist dabei natürlich, man braucht zum einen die Ressourcen, um das wirklich dauerhaft durchproduzieren zu können. Und zum anderen, das Ding kostet 150 Nahrung. Was man eben am Anfang nicht unbedingt einfach so rumliegen hat. Also die Nahrung ballert man eigentlich richtig schnell raus. Bin mal gespannt. Ansonsten wird es einfach hier entspannt ins zweite und Richtung drittes Zeitalter eventuell sogar gehen. Weil die Engländer mit ihrem Bogenschützen im zweiten Zeitalter sehr, sehr stark aufgestellt sind. Also das sollte Tomikus keine allzu großen Schwierigkeiten haben. Denn Langbogenschützen sind sehr, sehr mächtige Einheiten. Ja, da werden auf jeden Fall die Schafe gesammelt. Basentechnisch Gold ist ein bisschen weiter weg. Also für Tomikus nicht so voll in Reichweite vom Dorf, aber noch nah genug, dass man sich da retten kann. Ansonsten die Steine werden tatsächlich auch noch in Griffweite. Da sind die Ressourcen da, da kommt die Ratshalle. Das ist keinerlei Überraschung. Bei Honor, die... Goldmine, die Goldader, die ist noch ein bisschen weit weg. Es hat ein bisschen den schlechteren RNG hier. Hat dafür noch theoretisch die Bärenstreu hier etwas in seiner Gegend. Fängt jetzt auch mit seinem Wahrzeichen und ja, er sichert damit die Goldmine ab. Die Barbakane, so rum. Barbakane der Sonne. Auf jeden Fall defensiv, das kann um sich schießen, das kann verteidigen. Und gerade gegen die Langbogenschützen. Die sind natürlich nicht gut gegen Gebäude, das heißt, das Ding ist ein ziemliches Bollwerk, durch das man eigentlich nicht durchkommt im Early Game. Aber damit eben wechseln wir aufs zweite Zeitalter. Und es werden weitere Ressourcen gebaut. Bisher noch keine Steine mit dabei. Also es wird nicht auf ein zweites CC gerusht. Sondern erstmal das Zeitalter mitnehmen. Man kann sich dann natürlich ein paar schöne Upgrades gönnen, wenn man das Zeitalter erreicht hat und man das Gold dafür auch hat. Hier kommt jetzt auch die Mühle. Und ja, Feudalzeit ist ready. Tatsächlich auch noch ein Ticken schneller, was das betrifft. Und da sofort die Produktion Langbogenschützen. Das ist halt das krasse in Langbogenschützen. Die haben jetzt schon nur 7 Sekunden Bauzeit. Das also kann man massiv rausspammen. Natürlich die Kosten mit 40 Nahrung, 50 Holz ist gerade sehr, sehr holzintensiv. Tomikus momentan mit 8 am Holz, 7 an der Nahrung versus 7, 9 bei Honor. Jetzt den ersten Steuereintreiber auch mit dabei. Und der blickt ganz böse auf das Holzfällerlager und sorgt natürlich dafür, dass hier ein bisschen mehr Holz abgegeben wird. Nämlich die, was sind es, 20%? Genau, 20% mehr. Von 10 auf 12 Außenposten auch hier. Also Honor sichert sich ab. Hat da keine Lust, dass irgendwas vorbeikommt und seine Dorfbewohner snipe, was gerade bei, wenn mal genügend Langbogenschützen da sind, kann das passieren. Also Tomikus hat da gerade mehr Karten in der Hand. Könnte aktiver werden. Erstmal sammelt er noch und braucht natürlich die Einheiten sich hoch. Muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, er spielt gegen Chinesen. Wenn er das Spiel zu lange laufen lässt, wird es für ihn problematisch. Weil die Engländer können eigentlich, finde ich, gut kontergeben. Die Engländer haben auch ein recht starkes Late Game. Einfach weil sie sich eine sehr starke Late Game Economy auch aufbauen können. Also da bin ich mal gespannt. Kommt natürlich darauf an, ob wir so weit überhaupt im Spiel vorwärts kommen. Das ist erstmal die Voraussetzung. Da kann man schlecht was vorausplanen und dann kommen wir überhaupt nicht in die Richtung. Da hat sich das Thema schnell erledigt. Atomikus momentan auch in den Top 300. Auf der Ladder, auf dem Elo-Rating. Der Owner weiß es gerade gar nicht, wo er mit seinem Account steckt. Okay, der ist tatsächlich Top 200, der ist Rang 170 aktuell. Und beide ballern fleißig Games durch. Also beide investieren sehr viel Zeit in Age of Empires 4. Da haben wir ein weiteres Gebäude mit der Kaserne. Und ein paar Bogenschützen draußen. Aber wie man sieht, die Produktion, das ist nicht viel. Also 4 Stück ist nicht so spektakulär. Tomikus also hat da eine sehr entspannte Zeit. Wird jetzt auch hier gleich sehen, dass Honor eine Mauer zieht. Also Honor bunkert etwas mehr. Will also einfach die Phase gegen die Engländer etwas überstehen. Sich weiter aufbauen können.
Das wird dann gleich gescoutet. Das heißt, Domikus weiß jetzt, okay, mein Gegner baut sich ein. Kannst jetzt überlegen, wie er darauf reagiert. Hat im Prinzip zwei Optionen. Entweder er pusht jetzt einfach Economy. Oder er versucht es irgendwie dann mit einem vollen Angriff. Am besten dann mit Belagungswaffen, mit Rammböcken, dass man eben auch gegen die Außenposten durchkommt. Aber ja, Honor wollt mehr und mehr und mehr, damit die ganze linke Flanke soll zugebaut werden. Und wird sie ja auch, wie es aussieht. Der Speer alleine ändert daran gar nichts. Honor hat selber noch einen Speer draußen. Kannst du auch sehen, was dein Gegner so treibt. Und da ist jetzt eben die Kasane mit dabei. Da war ein Speerkämpfer gebaut. Ansonsten das Sammeln von Gold geht weiter. Wir sind dabei 3-13-3 zu 12-11-2. Und Steine werden gesammelt bei Domikus. Das riecht dann ein bisschen nach einem zweiten TC, nach einem zweiten Town Center. Sagt sie einfach hier, kann er ruhig wollen. Ich baue einfach mehr Economy. Ist mir Wumpe. Da kommt eine Schmiede für Honor. Hat da einen Stall am Start. Oh, der Stall wurde beschleunigt. Fällt mir gerade auf. Da hängt der Reißbär unter dran. Das heißt hier, ja, 7 Sekunden für einen Reiter, 11 für einen Lanzenritter. Lanzenreiter. Braucht man aber noch eine Zeit, Alter. Und hier braucht man die Dynastie dafür. Also hauptsächlich gibt es eben, oder nur gibt es hier die Reiter. Es könnten noch Speer gebaut werden in 6 Sekunden, aber ja. Also Honor baut damit einfach massig Reiter. Hat damit natürlich einen Konter gegen die Bogenschützen. Die sind nicht so nicht toll gegen Einheiten auf Pferd. Dafür hat man aber die Speerkämpfer mit davor als Frontline bei Domikus. Bonn investiert sehr viel Geld auf jeden Fall in die Einheitenproduktion. Und da stehen recht früh jetzt 11 der Reiter rum. Und das sammelt sich. Das sind 1100 Nahrung, die hier rumstehen. Also da musste bereits einiges dafür gesammelt werden. Domikus hingegen sammelt massiv Holz. Ihm natürlich, wenn er mehr Bogenschützen bauen will, wichtig, dass er das Holz hat. Und zudem, er will sich jetzt vermutlich hoch sammeln, dass er in Ruhe ein Dorfzentrum anfangen kann. Das würde ja auch passieren. Weiteres CC soll folgen. Deine Produktion wurde aufgehört. Und jetzt wird einfach rübergelaufen. Und weiteres Dorfzentrum kommt mit dazu. Ja, das sind bei Honor kommen immer noch weitere Reiter unten abgeht. Also er will daraus einen Angriff kombinieren. Im zweiten Zeitalter hier. Mit genügend Reitern und dem Upgrade, das ist nochmal Fernkampfrüstung. Dass man möglichst lange gegen die Bogenschützen durchhält. Und natürlich auch gegen die Pfeile, die das Dorfzentrum absetzt. Die Frage ist, wo kann er groß Schaden machen? Wir können mal den Verteidigungsradius ansehen bei Domikus. Hat da eigentlich fast alles im... Er hat eigentlich alles im Griff. Das ist eine Reichweite vom Town Center und hier natürlich dann auch mit dem weiteren Town Center. Also Angriffswinkel sind für Honor nicht so einfach. Er scoutet aber auch immer noch. Hat den Speer unterwegs. Momentan jetzt hier 33 zu 33, 12 zu 14. Also beide pumpen auf jeden Fall, was die Economy so ergibt. Das Upgrade, das ist durch. Und da gibt es dann noch Nahkampfrüstung. Also die Reiter werden etwas mehr tanky. Und tatsächlich auch die ersten Felder schon mit dabei bei Honor. Also sammelt sich hier bereits die Nahrung aus nächster Nähe. Sammelt aber auch noch die Bären weg. Will sich halt auch nicht zu weit ausbreiten. Hat Angst, dass das dann eher nicht halten kann. Wenn er da versucht, irgendwo in die Wildnis nochmal eine Mühle zu setzen. Hat dann nicht das Geld für ein weiteres Town Center. Das heißt, da kann er gerade wenig machen. Aber da wird jetzt angefangen. Die Steine sollen angebrochen werden. Und dafür nochmal weitere Produktionsgebäude. Der Speer schaut da nochmal vorbei. Aber ja, damit sehr, sehr ruhiges Early Game von den beiden. Er wird nicht zu überstürzt, sondern die beiden chillen hier mal so vor sich hin. Und auch hier kommen die Felder. Aber bei den Engländern ist das nochmal ein bisschen was Besonderes. Weil die kriegen natürlich den Bonus, den Sammelbonus. Und mit jedem Zeitalter wird der größer. Aktuell sind es 20%. Anterate von Feldern wird deutlich höher. Also das ist schon, die profitieren wirklich am meisten davon. Die Engländer sind sehr, sehr gut mit den Feldern und den Mühlen. Klar, man muss dann für immer wieder eine neue Mühle bauen. Man kann nur 8 Felder drum umsetzen, maximal. Mehr Platz ist nicht in dem Radius, aber das ist trotzdem einiges. Weil wenn man da ganz ins Late Game kommt, hier wird es einfach mitten reingerannt. Und er versucht hat, die Einheit zu überlaufen, schickt währenddessen auch einen Trupp in Richtung Dorfbewohner. Hat hier trotzdem die Speerkämpfe umzingelt, hat das Upgrade auch mit durch. Die Speerkämpfer haben da nichts, also die tun sich etwas schwerer. Und der Fight wird gewonnen, einfach die Masse da ist vorne. Lädt da oben nochmal einen seiner Reiter. Aber er killt einige Einheiten des Gegners weg. Hier drüben, gut, das ist nur der Speer. Der macht nicht wirklich signifikant Schaden. Da gibt es die Akademie. Wenn man sieht, Gebäude näher generieren doppelt so viel Steuergold. Und zudem schaltet das die Song-Dynastie frei für Honor. Dass er schneller seine Dorfbewohner bauen kann. Kann also damit auch selber etwas mehr Economy boosten. Muss natürlich auch gerade gegen Doppel-TC fighten. Was die Situation viel etwas schwieriger macht. Der Gegner hat es gerade für mehr Kapazität, Dorfbewohner zu bauen. Ist jetzt also gerade auch 2 vorne. Aber mit der Song-Dynastie kann er da besser mithalten. Nicht komplett. Weil die Produktion ist nicht doppelt so schnell. Sie ist, glaube ich, um 35% schneller. Also er fällt zumindest nicht ganz so schnell zurück, kann man da sagen. Der Speer wird jetzt verscheucht. Das sind echt viele Reiter hier mit diesen 11 Stück. Alle noch am Start.
ein paar davon angeschlagen. Und der Speer kommt nicht weg, wird erstochen. Und eben auch hier die Mauern für Tomikus. Also will auch sich da ein bisschen absehen. Weiß natürlich, sein Gegner hat Reiter, die könnten dann immer wieder von der Seite reinlaufen. Gerade hier, die Mühle ist jetzt eben nicht mehr geschützt. Mit für diese Mühle baut man diese Mauer, um einfach die Dorfbewohner da abzusichern. Die hier haben eben das Dorfzentrum als Unterstützung. Der Speer steht währenddessen vorne, also anders scoutet er immer noch, sieht, was der Gegner der Armee hat. Mit ja inzwischen sehr, sehr vielen Speerkämpfern. Also es gibt hier noch das Upgrade, das könnte man noch dazu holen. Wie man sieht, man kann die Reichsbeamten mehr Gold tragen lassen. Weil die tragen nicht viel, 20. Also die müssen viele Trips, wenn man wirklich mal später viele Gebäude hat, dann eiern die ständig hin und her, die Reichsbeamten, weil sie immer nur 20 Gold hin und her tragen. Und wie man sieht, hier sind 70 drin, da sind 12 drin, 8, 44 in der Schmiede, hier ist einiges noch abgelagert. Was sammelt sie euch denn? Man kann das auch nicht, also man kann es nicht spammen. Es gibt einen Cooldown, wie oft man die Steuern aufsammeln kann von einem Gebäude. Gerade wenn Honor das hier macht, die Ressourcen zu boosten, das macht es gerade mit seinen beiden Reichsbeamten, die er hat. Also er sammelt derzeit natürlich gar keine Steuern ein. Das heißt, die stapeln sich dann ein bisschen in den Gebäuden. Ich bin mit der Dynamik noch nicht so ganz glücklich. Weil es mega schwierig ist tatsächlich, alle Steuern ständig einzusammeln, die man überall hat. Einfach durch den Cooldown wird das ziemlich... Man muss das auch ein bisschen im Griff halten natürlich. Sonst eskalieren vielleicht die Chinesen zu viel, was das Gold betrifft. Das ist eine schwierige Balance zu finden. Ich finde, momentan ist es ein Ticken zu wenig. Vielleicht nicht viel, aber ich finde es ein Ticken schwach. Da ist tatsächlich der Boost, den die geben, krasser. Das ist so meine persönliche Meinung aktuell, den Eindruck, den ich da habe von den Chinesen. So, da kommt auch das zweite TC für Honor. Da hat eben angefangen, die Steine zu sammeln. Entsprechend neues Hauptgebäude. Mühle auch mit dabei. Und sammelt dann hier mehr Nahrung. Wenn das denn die Reiter da draußen finden, einen Außenposten. Natürlich bei den Engländern kommt da mit hinzu. Das Netz aus Burgen. 25% mehr Attack Speed, wenn man da in dem Radius kämpft. Und da wird der Radius ein bisschen erweitert von Tomikus. Stellt nämlich hier den weißen Turm ein paar Meter nach vorne. Hat hier die Wolle mal rübergezogen. Und macht damit den ganzen Eingang dicht mit einem massiven Bergfried, mit dem Wahrzeichen Bergfried, doch immer nur schwer durchkommt. Und hier die Flanke soll noch abgesichert werden. Also es ist krass, wie vorsichtig die beiden da spielen. Ich höre einen Wolf. Ja, da ist ein Wolf. Der Dorfbewohner läuft da gerade panisch weg. Und okay, der zieht ja eine richtig monströse Mauer. Ja gut, Great Wall of China, hm? Da hat es. Wobei, die war nicht aus Holz. Die war dann doch ein bisschen solide gebaut. Aber es ist krass, dass er das so eine wirklich offensive Mauer zieht. Ich meine, das ist an der heiligen Stätte dran, an dem neutralen Handelsposten dran. Und er krallt sich damit quasi dieses ganze Eck auf der Karte mit allem drum und dran. Sein Gegner baut die Mauer deutlich enger, wie man sieht. Also Tomikus auch noch zieht eine weitere Mauer. Es ist krass, wie die beiden am Wallen hier sind. Obwohl noch keiner wirklich Zugriff auf Belagerungswaffen hat. Das wird bei Honor natürlich dann kommen, wenn er Richtung des Zeitalter baut. Aktuell hängt er aber da noch hinten dran. Erstmal wird hier der Turm fertig. Weißer Turm ist gleich fertiggestellt und dann, bam, das Zeitalter ist da und der Speer kriegt sofort Ärger und wird gesniped. Ja, 5000 AP, einiges an Rüstung. Macht auch okay Schaden. Macht Bonusschaden gegen Schiffe, aber ja, Schiffe spielen hier keine Rolle. Und man kann, wie man hier sieht, man kann aus dem Ding direkt Einheiten rausproduzieren. Man kann es als Produktionsstätte nutzen. Wobei aktuell fehlt es an Häusern. Da muss Tomikus noch nachlegen. Und irgendwo war ich unterwegs. Okay, er hat gerade eins weitergebaut. Währenddessen, Honor hat hier nochmal einen Außenposten und nochmal einen Außenposten. Also Honor schnappt sich gerade deutlich mehr Map-Control als der Gegner, versucht es zumindest. Ja, die Mauer ist ein etwas größeres Bauprojekt, das dauert noch ein wenig und er sieht auch nichts, wenn die noch nicht gebaut ist. Man sieht nur den Umriss, dass man die eben vorhat. Und jetzt kommt sein eigenes Wahrzeichen fürs dritte Zeitalter. Und hier kommt noch Außerdynastie raus. Dörfer sind Spezialgebäude, die eben mit der Dynastie-Fahrt freigeschaltet werden. Und das sind ja vier Häuser aneinander. Kosten aber deutlich weniger Holz. Ein einzelnes Haus hat 50 Holz und ein Dorf kostet 100. Aber man kriegt halt viermal so viel Bevölkerung, nicht zweimal so viel. Also effizienttechnisch ist das mega krass und Bonne schießt dann halt auch direkt auf 200. Muss sich da um keine weiteren Häuser kümmern. Das Ding ist erstmal erledigt. Ja, hier kommt sein Uhrturm für Belagerungswaffen. Dann kann er die auch dazu bauen, drittes Zeitalter. Zieht auch hier noch, er zieht noch die Quer. Was ist denn mit Honor und Mauern los? Er isoliert vor allem die heiligen Städte gerade hier alle ab von seinem Gegner. Ab dem dritten Zeitalter könnte es dann eben auch die Gelehrten geben, die die Dinger einnehmen. Es ist spannend, wie er sich hier aufstellt. Also gut, Tomikus natürlich, er lässt das auch ein bisschen zu, weil er sich hier sehr defensiv hält. Man sieht das auch, Vision-technisch ist dann nicht viel. Jetzt mit dem Außenposten wird er dann gleich die Mauer sehen, die da vor ihm steht. Jupp. Mag das, oh, okay. Da ist ein ganzer Schwung an Mauern dran. Vielleicht sollte ich mir das mal genauer ansehen. Wenn das noch jetzt die Mauer hier gerade rüberzieht. Aber es ist nur eine Holzpalisse, also so lange hält die nicht. Trotzdem, es ist halt
ja, bisschen komisch. Macht einen komischen Eindruck. Wir lassen dann ordentlich hier drüben die Truppe noch. Und stellt auch hier noch einen Außenboss mit dran. Also, das habe ich aber auch noch, ja, schon mehrfach gesehen in seinen Games. Er kann sich richtig gut auf Map Control beziehen und Map Vision. Da fehlt jetzt eigentlich hinter seiner Mauer hier auf der rechten Seite noch ein paar Außenposten. Ein oder zwei, dass er über die Mauer auch drüber sieht. Das macht hier schon ganz gut, aber da fehlt quasi die Mauer noch mit dazu. Auf der anderen Seite, das hat die Mauer, aber die Außenposten nicht. Trotzdem hält er erstmal alles ab und da wird nochmal enger gebaut. Kommt auch noch irgendwie ein Dorfbewohner angelaufen. Nicht sicher, was der genau vorhat. Aber ja, mehr Eingänge werden zugemacht. Und wir haben jetzt die ersten Belagerungswaffen, aber das sind Rotten. Das heißt, die Mauer interessiert das eine ganze Zeit lang nicht. 10 Damage pro Schuss. Aber da kommt es noch mehr angelaufen. Da kommen die Speerkämpfer als Veteranen mit Fackeln und dann soll es hier mal was umgehen. Stomigus hat da keinen Bock, dass da Honor ihn ein bisschen wegsperrt. Und er hat natürlich in der Zeit die Möglichkeit, eigene Rotten, eigene andere Gebäude zu bauen, andere Waffen zu bauen. Belagerungswaffen, und da kommt das Spezialding. Das Bienennest ist damit dabei. Ha, das ist Feuerwerksrakete. Die waren anscheinend im Beta-Test noch viel, viel krasser. Die wurden dann schon genervt, weil die einfach Raketen gehagelt haben wie verrückt und alle Armys zerlegt haben. Und die sind halt, ja, es sind Mangen, aber ein bisschen krasser. Die teilen wirklich massiv aus. Sind sehr langsam, aber teilen einfach unfassbar gut Splash-Damage aus. Also gegen größere Armeen teilen die Dinger einfach, die zerstören. Die zerstören wirklich Infanterie, wenn die nicht aufpasst. Und jetzt geht's mit dem nächsten Außenboss für Tomikus nach vorne. Es ist eine seltsame Dynamik mit den beiden, weil auch hier kommt dann eine größere Mauer. Da kommt nochmal ein Kloster mit dazu. Hat On da eigentlich schon eigenes in der Hinsicht? Da ist es. Da ist sein Kloster. Dann die Mönche. Sie momentan aber auch keinen rumlaufen. Die Reliquien sind auch noch da, wo man sie kennt. Also da wurde noch nichts eingesammelt. Kloster wäre aber da und Kontokloster gibt es dann eben hier drüben auch. Da wird noch ein Tor reingebaut. Und es wird ein bisschen Belagerungskrieg gegeben zwischen den beiden. Da war nochmal... Oh! Das sind Dorfbewohner, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Es waren, glaube ich, Dorfbewohner, die da erstochen wurden. Also Tomikus wollte da eventuell irgendwo was hinsetzen. Aber ja, Honor gehört halt gerade der ganze Ring. Er hat den ganzen Ring abgesteckt mit Türmen. Also er weiß, wenn sich da was annähert und kann entsprechend darauf reagieren. Tomikus kommt jetzt mit seiner restlichen Truppe und da müssen die Reiter aufpassen. Das werden die nicht schaffen. Die werden jetzt einfach abgestochen und von Pfeilen erschossen. Und man sieht, dass die schmelzen einfach weg. Überhaupt kein Contest der Fight. Einfaches drüberlaufen. Ich sehe, ob Tomikus da irgendwas verloren hat. Da einfach nur Reiter abgeräumt. Währenddessen gibt es hier auch Ärger. Gut, das sind Bogenschütze. Das wird nicht wirklich was an Ärger sein. Und hier hält sich Tomikus trotzdem zurück. Also er chillt jetzt auch. Seine Mauer ist noch nicht ganz fertig. Belagert hier auch noch ein bisschen. Honor hat jetzt, glaube ich, hier ein neues Dorf und hat einen eigenen Bergbeet hier hingestellt. Also es wird mehr defensiv aufgebaut. Und dann war natürlich Belagerungswaffen umso wichtiger. Vor allem dann die, die Gebäude killen können. In dem Fall wären das die Bombarde oder eben der Tribok. Hier wird erstmal noch einzelne Netten weggesnallt. Das sind auch nochmal Dorfbewohner, die da zum Jagd wollten, wie es aussah. Kloster mit dabei. Ich sehe, wurde jetzt schon irgendwie doch hier die Reliquie ist verschwunden. Hier lag vorne eine Reliquie, die hat sich vorne geschnappt. Ja, eine ist eingeladen. Der Mönch läuft weiter. Also, die Jagd auf Reliquien ist angesetzt. Hier war noch einer der heiligen Städte direkt nebenan. Und bei Tomikus, wie sieht es da aus? Das Kloster ist da. Und da ist auch einer seiner Mönche dabei. Zudem natürlich, die können heilen. Das sind sie auch ganz hilfreich, wenn man angeschlagene Einheiten hat. Könnte jetzt natürlich in die heilige Städte reinlaufen, die man einfach übernehmen. Die gibt auch schon mal Gold. Zu dem Außenposten mit dabei, also ja, das ist die Ecke, was die Tomikus erstmal schnappen. Trotz der Wall von Honor, das ist Tomikus in dem Fall egal. Aber Honor sieht das hier tatsächlich auch. Ich meine, er hat den Wolf hinter dem und den Außenposten, also die Vision ist da. Heilige Stätte wird eingenommen. Also es tut sich ein bisschen was. Hier vorne werden Häuser gebaut. An vorderster Front. Bei Honor ist er schon, okay. Ja, er hat lauter Rutten und er hat die Bienennester. Das ist natürlich aus dem Uhrturm, das heißt, das hat nochmal zusätzliche Hitpoints. Und nochmal der Weg größer gemacht und da kommen jetzt die Belagerungswaffen auch für Tomikus. Also Belagerungsschlacht kommt bei den beiden. Die Waffen sind da, der Bogenschütze hat es inzwischen mal doch fast geschafft, 80 Damage zu machen auf die Wand. Braucht noch ein bisschen. Zieht sie noch ein bisschen. Die nächste heilige Stätte ist halt direkt nebenan. Also wenn man die beiden hat, hat man schon einen guten Teil von der Map sich erobert. Aber da kommen jetzt gleich die ganzen eigenen Bogenschützen. Das sind viele Speerkämpfer, die werden nicht viel zu melden haben in der Situation. Und dafür hier wird es jetzt interessanter. Trieböcke nämlich fangen an, Steine zu werfen. Honor muss mehr oder weniger darauf reagieren. Die Bergfried hat halt auch nichts, der hat keine Upgrades. Er hält nicht ewig durch gegen die Trieböcke. Die Army von Honor stellt sich hier Stück für Stück auf, hat aber momentan noch sehr viel Chill, muss man sagen. Da wird nochmal Holz weggefarmt, da wird Holz weggefarmt.
insgesamt Einkommen und damit wahnsinnig viel Holz, was er sammelt. Natürlich viel Holz heißt in dem Fall auch, man kann viele Belagerungswaffen bauen. Und da gehen die Roten nach vorne, da ist der Versuch, die Triebwerke zu snipen und das ist gerade easy, weil von Tomikos Direktion die Grenze, der kommt derzeit seine Aura, wie man sieht, die leuchten alle gelb, das heißt, die schießen schneller, aber On hat einfach gerade so viel mehr Masse zur Stelle. Da kommen jetzt auch die noch Pilastwaffen mit angelaufen und On gewinnt die Fight gegen die Bogenschützen. Also On pusht jetzt vor, hat jetzt die Schnauze voll, jetzt gibt es hier mal Konter, ist auch direkt beim Max Out. Tomikos fehlen da noch einiges. On mit 130 zu 100 in der Bevölkerung, also seine Economy ist richtig stark aufgebaut worden in den letzten Minuten. Er hat die Zeit auf jeden Fall genutzt. Und jetzt ist die Frage, kann Tomikos da Konter geben? Aktuell sieht das gerade deutlich krass aus für On. Da fliegen, oh Gott, ja, die Bienennester. Wollen eine Infanterie schmelzen. Und wie man sieht, die schmilzt auch ziemlich schnell. Die Hitpoints verschwinden nach und nach. Die Bienennester, ja, halten halt nicht lange durch. Die werden direkt angestürmt. Die Bogenschützen müssen jetzt auch zurückziehen. Da ist aber noch ein Bergfried mit dabei. Honor fehlt jetzt aber auch einiges. Es sind ein bisschen zu viele Belagerungswaffen und zu wenig Support, was ihr habt. Das sorgt bei ihm gerade für die Probleme. Aber man sieht, wie die Bienennester einfach mit einer Runde die Bogenschützen wegschmelzen. Die Roten sind auch noch mit dabei. Wenn das nicht drüben gibt, es den Fight mit den Waffenknechten gegen noch mehr Bogenschützen. Da kommen jetzt aber eigene Ballastwaffen mit dazu. Und die Roten und die Bienennester leben noch. Da drüben ist eine Mange, die versucht Kontra zu geben und hat auch gerade die Bogenschützen im Visier. Kann da gleich nochmal Steine werfen. Das wird ordentlich wehtun, weil die stehen alle geklumpt. Man sieht das. Ja, Belagerungswaffen. Keiner passt so sehr aus. Dann sind die Bienennester prügeln gerade den Turm nieder. Mit der Hilfe der Palastwaffen und der Roten. Also die Front verschiebt sich nicht viel, aber beide pumpen natürlich nach. Ressourcen sind da. 130, aber zu 97. Also ohne steht geldtechnisch finanziell viel, viel besser. Er hat auch die viel stärkere Wirtschaft nach wie vor. Mit insgesamt fast 30 Dorfbewohner mehr, läuft halt einfach was. Und somit ist er eigentlich ständig auf maximal. Also er pumpt eigentlich sofort nach, ist direkt wieder maxed und macht ihm mehr mit Druck. Der erste Tower ist down, der zweite Tower verliert auch Headpoints. Die Häuser werden niedergebrannt. Und die Kombination hier mit den Bienennestern ist für Tomikos gerade eine ziemlich schwierige Aufgabe. Der muss erstmal von den Palastwachen wegweichen. Langbogenschützen sind nicht gut gegen schwer gepanzerte Einheiten. Ja, im Fokus funktioniert es dann irgendwie, aber die tanken einfach sehr viel weg. Jetzt kommen da die Roten und nochmal die Bienennester mit dazu. Und damit diese Frontline stirbt zuerst bei Tomikos. Zack, Reinforcements kommen aber angelaufen. Er hat hinten noch seinen eigenen Bergfried mit dem Wahrzeichen, das ein bisschen länger durchhält. Aber die Häuser davon sind erstmal verloren. Die heilige Stätte wurde neutralisiert. Drüben die Mauer hält übrigens immer noch. Und jetzt nimmt Orner die Dinger ein. Einmal, er nimmt, ja, die auf der linken Seite zuerst. Hat also nur diesen einen momentan. Den hat er aber nochmal, okay, er baut weitere. Er hat einen weiteren Mönch unterwegs. Er hat eine weitere Reliquie eingelagert. Und das sammelt sie übrigens auch Steuergold in den Klöstern. Und wieder mal Bevölkerungskapazität ist erreicht. Also da kämpft einfach Tomikos immer noch mit dem Nachteil. Seine Economy ist nicht krass genug geworden. Und jetzt hat er eben das Problem von Chinesen, die online sind. Mit ihrer ganzen Masse. Und man sieht, wie beängstigend das sein kann. Sobald das mal rumläuft. Honor fängt es auch an mit mehr Burgen, um die Positionen abzusichern. Heilige Stätte 1 hat er eingenommen. Und wandert jetzt mal hier den Außenbezirk entlang. Wie sieht es zwischentechnisch aus? Er hat da oben halt echt fast nichts in Vision. Hat jetzt da ein bisschen mehr mit einem Bergfried defensiv. Aber die Hinterstecke, gerade hier in Außenposten, würde ihm so viel verraten, was hier alles rumsteht. Aber hat er in dem Fall nicht. Stattdessen wird hier von der Seite beschossen mit ein paar Bogenschützen, die da auf ihn zukommen. Aber es sind noch die Bienennester dabei, die Front. Oh Gott, die Frontline. Ja, sie schmilzt einfach. Die Roten versuchen jetzt hier Konter zu geben über die Palisaden rüber. Also zumindest gibt sich Tomikos die Mühe. Und dann aber währenddessen noch eigene Triebwerke mit dabei. Und ja, es regnet immer noch Feuerwerk. Und das Feuerwerk ist verheerend für die Tomikos-Army. Aber er kann sich tatsächlich gegen die Front ein bisschen in der ersten Runde durchsetzen. Rennt jetzt nochmal raus, hat den Heal auch genutzt. Mindestens seine Mauer gerade eingefallen. Die Roten kommen jetzt aber da vorne und jetzt geht's an die Bienennester. Die sind an vorderster Front und haben keinen Schutz mehr. Jetzt kommt Tomikos endlich mal was tun. Gerade die Roten snipen die Belagerungswaffen recht schnell raus. Dafür sind sie nämlich da. Und auch der Triebwerk hier wird leiden. Und er hat jetzt keinen guten Rückweg, muss man sagen. Steht aber mit dem Rücken zur Wand. Versucht hier gerade noch einen Außenposten hochzuziehen. Ein Tribok da drüben ist mega low, 14 HP. Die Einheiten von uns stürmen nochmal nach vorne. Es sind noch so viele Roten hier einfach von Tomikos, mit denen versucht, die gegnerischen Einheiten klein zu snipen. Erfolg hält sich ein bisschen noch im Gänzen, aber er kommt, glaube ich, nach und nach durch. Da kommt nochmal eine Palastwache angestürmt. Aber auch die lebt nicht lange. Die Roten sind einfach gerade sehr, sehr starke Einheiten. Und jetzt die Roten von Onders sind alleine. Und müssen erstmal fliehen. Wie gesagt, er hat da keine Unterstützung. Jetzt kommt halt ein Bergfried mit dazu. Und hier ist eben auch das Tor, durch das man zurück muss. Die Waffenknechte versuchen nochmal ranzukommen an die ganzen Einheiten. Und machen auch einiges kaputt, wie man sieht. Von den Roten bleibt nicht viel übrig. Der Außenposten wurde zwar fertig, hilft in dem Fall nicht viel. Die Triebwerke wurden auch zerstört. Also Tomikos kann da einen guten Reset nochmal ansetzen. Problem ist aber trotzdem, er tradet Einheiten dafür und seine Economy hält da nicht ganz mit dem, was On hat. Ich denke, wenn wir es bei uns zu On umschalten, ist direkt wieder... Nein, er ist nicht auf 200. Er ist auch gedroppt, tatsächlich, auf 150. Ein paar Ressourcen hat er noch. Tatsächlich, es ging ihm dann doch auch ins Geld und die Reinforcements, die er ranschickt, schaffen das auch nicht. Die Roten sind einfach zu krass.
Vor allem haben die jetzt wieder ihren Bonus mit dabei, den Attack Speed Bonus. Es wird nämlich ein neuer Außenposten fertig. Die Heilige Stätte wird also erstmal direkt wieder neutralisiert. Undre gehört auch noch nach wie vor. Hat jetzt hier oben noch den Burgfilm mit dabei. Also er hat sich ein bisschen mehr zugemauert. Aber der netten, die hier draußen waren, hat alle verloren. Also es muss eine neue Armee aufgebaut werden. Und da kommt jetzt, oh, da kommen auch Bombarden mit dazu. Und er hat jetzt auch das vierte Zeitalter erreicht. Hat da... Ich müsste es suchen. Hier drüben? Genau, da ist es. Da ist der Geisterpfad. Für die Dynastieeinheiten. Aber nur Gebäude in der Nähe. Und da ist nichts in der Nähe. Also da wird er nicht viel Profit rausschlagen können aus dem Ding. Aber man kann da bereits erreichte Dynastieeinheiten erschaffen. Das ist nochmal der Bonus, den man so oder so bekommt. Und Honor, okay, er bunkert hier einfach mehr. Baut nochmal ein Bergfeld mit dazu. Und dessen farmt sich Tomikus den Wald. Es beruhigt sich gerade für ein paar Augenblicke. Beide denken sich, ja nee, erstmal verarzten, erstmal Armee wieder aufbauen. Momentan da aber immer noch 101 zu 127. Also Honor hat da mehr Dorfbewohner. Natürlich ist ein bisschen auf die Frage, wie effektiv sie genutzt werden können. Honor hat sich aber hier auch die zweite Stätte geschnappt oder ist gerade dabei. Da stehen zwei Bergfriede drumherum und den Mauer davor. Also da kommt Tomikus nur schwer ran. Der Rückstand ist in der Mitte wieder vorne, versucht einen eigenen Bergfried zu stellen. Also bisschen Stellungskrieg, aber Bombarden kommen jetzt mit ins Spiel. Die haben halt, hat dann die komische Hitpoint-Anzahl 864. Mit den Runden von dann wie Honor halt hauptsächlich mit Belagerungswaffen spielt. Jetzt kommen wir es da außen Belagerungswaffen. Naja, ein paar Bogen- und Armbrustschützen stehen noch mit dabei, aber sonst ist da nichts. Und der Bergfried muss das jetzt irgendwie aushalten, aber der wird selber gerade mit Steinen beworfen, massiv mit den Triple-Tree-Böcken. Die knallen sich da nach und nach durch. Also der wird wahrscheinlich gleich fallen in noch eine Runde. Er wird repariert von zwei Kollegen. Aber wenn die nächste Welle an Steine fliegt, tut das nochmal ordentlich weh. Und auf 700 Hitpoints und auf 300 Hitpoints. Also noch eine Runde wahrscheinlich nicht überleben. Aber dafür werden die Runden angegangen. Okay, der Versuch auch den Triebock hinten zu snipen. Man braucht zwei Hits mit der Kanone. Aber der zweite kommt nicht durch. Die Kanone muss erstmal fliehen. Denn da rennen gerade die ganzen Waffenknechte an. Die Burg fällt. Und die Waffenknechte sind wieder mal dran an den Belagerungswaffen. Also Honor kriegt da Schwierigkeiten. Tomikus hat jetzt auch genügend Ressourcen gesammelt, um sein eigenes viertes Zeitaltergebäude zu bauen. Und er will noch mehr von diesen Waffen, weil sie eben auch sehr teuer sind, weil sie sehr viele Ressourcen kosten. Viel Gold, viel Holz. Und gerade die Bombarden möchte man auch loswerden, weil die teilen eventuell sehr viel Schaden gegen den eigenen Bergfried aus. Die Bienennester kommen jetzt wieder mit dazu. Das heißt, es regnet wieder das mehr Feuerwerk in die ganzen Ritter rein. Die geben ihr Bestes, um die netten zu killen. Die Bogenschützen haben hier nicht viel zu melden. Die Armbrustschützen geht es etwas besser. Und hier drin steht noch ein Mönch und der hat mit 6 Hitpoints irgendwie überlebt. Und die Waffenknechte werden nach und nach alle fallen. Aber Tomikus konnte endlich die Einheiten snipen, hat vor allem seine Routen hier noch. Das heißt, jeden Counterversuch, den Honor gerade ansetzt, wird den Routen laufen. Dann hat es damit schwierig. Tomikus schnappt jetzt die heilige Stelle, dass er zumindest eine von den dreien hat. Währenddessen ist hier jetzt der Weg offen, weil der Wald weggefunden wurde. Honor hat sogar hier einen Bergfried hingestellt. Stehen hier noch irgendwo Bergfriede, von denen ich nichts weiß? Ich meine, er hat die heiligen Städte hat er verdoppelt. Doppelt Bergfried drumherum. Dass man den nicht einfach so einnehmen kann. Dafür aber jetzt hier ähnliche Geschichte für Tomikus. Hat jetzt nochmal ein defensives Arzt, eigentlich den Berkshire Palace. Und der hat eine erhöhte Waffenreichweite. Das wäre noch ein cooles Upgrade, wenn sich das gönnen könnte. Das Netz aus Zitadellen. Weil das erhöht seinen Attack-Speed-Bonus nochmal. Das gerade für die Belagerungswaffen ist das wirklich nützlich, wenn die doppelt so schnell, und nicht doppelt so schnell, aber 50% schneller angreifen können. Die haben so eine lange Angriffszeit. Das lohnt sich auf jeden Fall, da den Upgrade-Boost zu haben. Ja, das wird aber hier der nächste Berg wird gesprengt, dieses Mal von den Kanonen. Sie geben das mal kurz zurück. Die Bombarden snipen das Ding aus dem Leben. Nein, Reparatur sitzt nochmal. Der Bergfried lebt noch eine Runde. Und Baden snipen stattdessen mit den Rutten zusammen feindliche Rutten. Und wieder geht's auf die Festung. Und da kommt jetzt der zweite Stein und damit ist das Ding down. Das heißt, für den Palast ist es auch ein bisschen gefährlich. Die Opfer müssen vielleicht aufpassen. Problem ist hier für Tomikus natürlich, er hat viel weniger Fläche. Das heißt, die Tendenz, ihm gehen zuerst die Ressourcen aus. Honor hat ja sich irgendwie 3/4 der Map geschnappt mit seinen Walls, was sich Tomikus sehr defensiv eingewollt hat. Und Honor hat das ausgenutzt. Aktuell 138 zu 180. Noch Gold ist da bei Honor. Sammelt auch sehr viel mit 48 Dorfbewohner und 27 zu 104. Also da baut man nicht mehr groß Dorfbewohner nach. Stattdessen meint man eben das leer, was man hat. Der Bogenschütze schießt übrigens immer noch auf die Mauer. Er hat inzwischen fast 500 Hitpoints erreicht. In den letzten, keine Ahnung, 20 Minuten gefühlt. So, die heilige Stätte hier sollte zurückerobert werden, aber ja, der Palast sagt nö. Der hat die Range dafür, der kann das abwehren. Und die Armee wartet jetzt erstmal hier drüben. Kommen nochmal Dorfbewohner mit angelaufen. Die Frage ist jetzt, wie kommt Tomikus aus der ganzen Sache heraus? Der hat nochmal einen Bergfried hier gegen sich. Den sieht er aber nicht so gut, weil der eben hinter dem Wald steht. Das heißt, da muss er kurz um die Ecke. Den kann man nicht so einfach angreifen. Die Dorfbewohner sehen das jetzt als allererstes. Und der direkte erste Dorfbewohner fällt auch um. Also der Bergfried wird eine kleine Nervensäge, aber die Triebwerke können über den Wald werfen. Und aber ein weiterer Bergfried ist hier in Gefahr. Währenddessen ist aber hier auch die Burg in Gefahr. Der
der Palast. Die Bombarden, ja, sie sind trotzdem in Reichweite. Aber Problem ist, es ist zu viel Damage. Es ist zu viel Damage und das Wahrzeichen wird hier fallen. Damit kann auch noch die heilige Stätte seines Gegners sein. Aber er ist selber gerade drauf und dran, die heilige Stätte zu verlieren. Also ein Bergfried wird runtergeballert, ein gegnerischer Bergfried wird hier hochgezogen. Also Tomikus heidet jetzt mit Burgen und Belagerungswaffen. Und hier, wie man sieht, ist noch eine sehr lukrative Goldquelle, die man eventuell dem Gegner abbringen kann. 2000 Gold sind noch drin. So, und er farmt sich da wirklich durch goldtechnisch. Sieht das Einkommen pro Minute 400 zu 2200. Tomikus hat wirklich da Goldmangel und hat keine wirkliche Goldquelle zur Verfügung. Hat er sich eine Reliquie irgendwo geschnappt? Ne, er hat auch keine Reliquien. Er hat jetzt also die heilige Stätte, das ist sein dauerhaftes Goldeinkommen, das er gerade hat. Der Bergfried wird jetzt fertig, aber von der Goldquelle ist eh nicht mehr so viel übrig. Die Dorfbewohner gehen ein paar drauf. Der Bergfried hier fällt jetzt auseinander. Und die heilige Stätte ist jetzt neutralisiert. Da wird nochmal der Bergfried hochgezogen. Da kommt jetzt auch der eigene Mönch. Also da werden die heiligen Städten gleich getauscht. Denn Tomikus wird sich die hier schnappen. Honor hat währenddessen... Ne, er hat immer noch seine zwei. Aber zwei Reliquien sind besser als nichts. Also er kriegt auch noch Bonusgold. Auch wenn jetzt diese riesen Goldmine nicht mehr hat. Das sieht auch sein Einkommen ist direkt um 700 gefallen. Also es hat schon was ausgemacht, diese Goldader. Und entsprechend kommt Tomikus jetzt nach vorne mit seinen ganzen eigenen Dorfbewohnern. Würde die gerne selber haben. Brennt das gegnerische nieder. Ansonsten hier gibt es noch Holz. Da oben haben wir noch Steine. Die werden auch von Honor abgefarmt. Das ist halt für gerade für solche Ressourcen. Irgendwann hört das auf. Irgendwann sind da keine mehr da. Und ja, gerade Gold ist nicht mehr viel. Und jetzt zieht sich Tomikus jetzt gerade in die Mauer durch. Also er will das absichern. Problem ist halt, Honor hat da hinten schon was quasi jetzt hinter feindlichen Linien noch rumstehen mit dem Bergfried. Und den kann sich Tomikus gleich später kommen. Aber erstmal hat er Probleme mit seinem eigenen Bergfried, der da weggeballert wird. Was haben wir hier oben währenddessen? Da gibt es ein bisschen mehr. Okay, da ist... Oh mein Gott, da ist eine Elite-Lanzenreiter gegen Dorfbewohner. Das ist ein Massaker. Der Bergfried hilft auch aus. Das sind herbe Verluste. Und der Bergfried hat nicht angelegt, weil Honor hat hier mehrfach Kanonen. Und die machen einfach zu viel Schaden gerade. Das heißt, keiner hat die mehr mit Bergfried. Die heilige Stätte ist immer noch umkämpft. Und für Tomikus heißt das, ja, Gold. Das ist seine wichtigste Goldmine. Die muss irgendwie am Laufen haben. Die hält da auch nicht lange. Die hält noch 900 Gold lang. Also das ist hier erledigt. Dafür geht es jetzt hier in den Fight. Dieses Mal ist kein Feuerwerk mehr dabei. Ich sehe mal gerade keine Bienennester. Das heißt, das ist der Frontfight mit den Roten hinten dran. Die ganzen Waffenknechte sterben nach und nach weg. Die Roten von Honor fahren nach vorne und die haben die Roten seines Gegners bereits erledigt. Und damit sieht sich Tomikus auch nicht mehr in der Lage, das Ding noch gewinnen zu können. Lief da entsprechend das Game. Und Honor macht das Ding nach über einer halben Stunde, fast 40 Minuten. Hat hier da am Ende, er hat viel mehr Dorfbewohner gehabt, ne? Über die, er hat das einfach so, das muss man sagen, er hat so konstant durchgebracht mit seinen TCs, die dann hat er, hat natürlich später sein zweites gehabt, aber dann hat er nachgelegt und dann hat er wirklich hochgepusht und dann natürlich Ressourcen gesammelt wie ein Verrückter. Alle Rohstoffe, ja, hat er seinen Gegner immer wieder überflügelt, eigentlich die ganze Zeit dann. Gab kaum einen Punkt, wo er noch weniger Rohstoffe hatte als Tomikus. Hat sich eben auch schneller angesammelt. Und viel war, glaube ich, auch klar Gold einfach das Thema. Ja, er hat auf jeden Fall sehr viel mehr Gold zu meinen Phasen. Und das hat es für Tomikus sehr, sehr schwer gemacht. Ja, das ist mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.